1877 wurde das erste Teilstück des heute 102 Kilometer umfassenden Streckennetzes der SOB zwischen Wädenswil und Einsiedeln eröffnet. Das Markenzeichen dieser Bahn ist der Voralpenexpress, der teils auch auf SBB-Gleisen zwischen Romanshorn und Luzern verkehrt. Seine eindrucksvolle Reise beginnt er in unmittelbarer Nähe des Schiffsanlegers in Romanshorn am Bodensee. Tagsüber verkehren diese attraktiven Schnellzüge mit ihrem unverkennbaren Outfit im Stundentakt. In Art Goldau stellen sie die Verbindung mit der Gotthardstrecke her. 2 Stunden 37 Minuten dauert die landschaftlich reizvolle Fahrt durch eine herrliche Voralpenregion. Die Schlossbahn ist in vieler Hinsicht eine einmalige Strecke. Einerseits auf der ehemaligen Bodensee-Dockelburgbahn, die kunstbautenreichste Strecke der Schweiz, die höchste Eisenbahnbrücke der Schweiz, lange Tunnels, sehr viele schöne weitere Viadukte. Dann die Südostbahn ist die steilste Adhäsionsbahn der Schweiz. Hier haben wir 50 Promille Steigung. Und dem Reisenden bieten sich immer wieder überraschende Ausblicke. Der Königsbau der SOB-Strecke ist unbestritten der Sitter-Viadukt. Wir sind hier auf der Sitterbrücke, 99 Meter über dem Wasserlauf der Sitter. 1908 wurde mit dem Bau der Brücke begonnen. Sie dauerte circa 3 Jahre lang. Wir sehen hier den Arm vom Gegengewicht. Der hat die Funktion, bei Rückgang der Temperatur kommt er nach unten und stößt so die Eisenkonstruktion oben retro, hilft der retro zu stoßen. Die Differenz vom Mittwoch, wo wir Temperaturen hatten von ca. 12 Grad bis heute Freitag, bei Temperaturen von 25 Grad ist das Gegengewicht um 19 cm hochgekommen. Wir sehen hier das Rollenlager vom beweglichen Teil der Eisenkonstruktion. Es geht von kalten Temperaturen bis zu warmen Temperaturen ca. 8 cm weit. Die um bis zu 8 cm variierende Ausdehnung der Stahlbrücke wird von einer speziellen Schienenkonstruktion aufgefangen. Und dafür ist hier die Schnittstelle, die sogenannte Gleisdilatation. Die macht den Temperaturausgleich mit der Brücke, macht sie mit. Auch Herisau kann mit einer stattlichen Brücke aufwarten. Der Glattal-Viadukt weist eine Länge von 296 Metern auf. In St. Gallen, St. Fieden gibt es eine Begegnung mit dem Amor-Express. Heute ist im Hochzeitswagen der historische Triebwagen Tino der ehemaligen Bodensee-Toggenburgbahn vorgestellt. Der Name Tino ist eine Referenz an den Kanton Tessin. Der Innenraum des Triebwagens wurde einem Tessiner Grotto nachgebildet, teilweise sogar mit echter Steinvertäfelung. Dass bei diesem Ambiente schnell gute Stimmung aufkommt, ist nicht verwunderlich. Die formschöne EB35 Nummer 9 der ehemaligen Bodensee-Toggenburgbahn wird im Depot in Herisau angeheizt. Sie wird heute den Amor-Express ziehen.
Bei manchen Sonderfahrten ist die Nachfrage so groß, dass die 5 Wagen des Amor Express noch mit dem Triebwagen Tino verstärkt werden müssen. Der Clou des Amor Express sind die unterschiedlich ausgestalteten Personenwagen. So ist zum Beispiel der braune Jasswagen dem Schweizer Nationalkartenspiel gewidmet. Etwa 40 Mal ist der farbenfrohe Zug jährlich zu den verschiedensten Anlässen unterwegs, von der Hochzeit bis zur Nikolausfahrt. In Herisau setzt inzwischen der Voralpen-Express seine Fahrt nach Luzern fort. Auf keiner anderen Schweizer Bahn gibt es pro Streckenkilometer so viele Tunnels und Brücken wie zwischen St. Gallen und Lichtensteig. Der Weißenbach-Viadukt hat eine stattliche Länge von 282 Metern. Bis Rapperswil verkehrt der Voralpen-Express jetzt auf SBB-Gleisen. Es folgt der 8,6 Kilometer lange Rickentunnel. Er gehört zu den längsten Tunnels der Schweiz. 1910 wurde er fertiggestellt. Ab Schmerikon verläuft die Strecke bis Rapperswil an den Gestaden des Zürichsees entlang. Der Bahnhof ist ein wichtiger Eisenbahnknoten der Region Oberer Zürichsee. Das Depot beherbergt einige Schätze von SBB-Historik. Unter anderem das bei der SOB immatrikulierte Krokodil BE683-13302, das für eine Ausfahrt nach Samstagern in Betrieb gesetzt wird. Die Krokodile wurden ab 1920 gebaut und im Güterzugdienst am Gotthard eingesetzt. An der herrlichen Kulisse von Rapperswil vorbei überquert der Zug den Zürichsee auf dem 931 Meter langen Seedamm. Inzwischen wieder auf SOB-Gleisen. Nach dem nächsten wichtigen Haltepunkt Pfäffikon beginnt eine 50-Promille-Steigung. Zur Schonung der Lok dürfen auf diesen extremen Rampen nur höchstens 4 vierachsige Personenwagen mit maximal 120 Tonnen mitgeführt werden. Vor der Elektrifizierung gab es hier phänomenale Dampfspektakel. Von Wädenswil kommend donnert in Vierfachtraktion ein schwerer Pilgerzug die Rampe nach Samstagern und weiter zum Wallfahrtsort Einsiedeln hinauf. Feier des Klosters Einsiedeln 1934 wurden 237 Extrazüge mit 85.900 Pilgern geführt. Die Klosteranlagen von Einsiedeln zählen zu den Höhepunkten der Barockarchitektur. Das Wasser des Marienbrunnens gilt als wundertätig. Der letzte Streckenabschnitt bis zum Zielbahnhof Luzern verläuft wieder auf SBB-Gleisen.
Zuerst folgt der Voralpenexpress dem Ufer des Zugersees und es bieten sich herrliche Ausblicke. Kurze Zeit später verläuft die Route zwischen Küsnacht und Luzern entlang des Vierwaldstätter Sees. Hier bildet der 2122 Meter hohe Pilatus den Blickfang. Der Endpunkt der Reise mit dem Voralpenexpress ist die malerische Kantonshauptstadt Luzern. Mit ihren schönen Baudenkmälern ist es ein Zentrum des schweizerischen Fremdenverkehrs. Die SOB stellt sich als eine überraschend vielseitige Bahn dar. Begleiten wir zum Ausklang den Voralpenexpress noch ein kleines Stück auf seiner Rückfahrt aus einer neuen Perspektive.